Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gerade nachgedacht, gefühlte 300 Streikversammlungen in diesem Saal in den letzten 10 Jahren. Da bietet es sich natürlich an, auch was über den Streik hier in einer wissenschaftlichen Veranstaltung zu erzählen. Die von der Hans-Böckler-Stiftung ermittelten Zahlen zur Streikfähigkeit der Gewerkschaftsmitglieder in Deutschland, die jetzt gerade veröffentlicht wurden, sind durchaus ermutigend. Die Zahl der an Warnstreiks und Streiks beteiligten Beschäftigten hat sich gegenüber 2011, also wir reden über das Jahr 2012, mehr als versechsfacht. Weiter zugenommen habe auch die Konflikthäufigkeit. Insgesamt verzeichnen wir für 2012 mehr als 250 Streiks und Warnstreiks, wobei die Konflikthäufigkeit im Dienstleistungsbereich einen neuen Höchststand erreicht hat. All das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir nach wie vor im internationalen Vergleich in Deutschland relativ wenig streiken. Nur noch die Schweiz hat unter den Industrieländern weniger Ausfälle durch Streiktage aufzuweisen als Deutschland. Da besteht also durchaus noch Luft nach oben. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum in den letzten Jahren viel über durchaus wichtige Themen wie Organizing und Campaigning geschrieben und geforscht wurde, aber wenig über das wichtigste Mittel der Gewerkschaften, ihre Forderungen durchzusetzen, nämlich den Streik. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir in den letzten 20 Jahren eher weniger größere und längere Flächenstreik im industriellen Sektor erlebt haben. Uwe musste ja auch schon ein bisschen weit zurückgehen, ja, um Beispiele dafür zu finden. Und viele von uns heroische Kämpfe der Arbeiterklasse mit den Streiks der Drucker und Metaller verbunden haben und nicht so sehr mit Verkäuferinnen, Erzieherinnen oder Reinigungskräften. Dabei hat sich gerade in diesen und anderen Bereichen in den letzten 10 Jahren sehr viel getan. Fanden größere Streiks im öffentlichen Dienst in den Jahrzehnten vor der Jahrtausendwende eher im 15-Jahres-Rhythmus statt, so erlebten wir in den letzten Jahren, 2005 bis heute, zahlreiche bundesweite und regionale Streikauseinandersetzungen, in denen zum Teil wochenlang gestreikt und gekämpft wurde. Wenn ich mit den Straßenbahnern bei der Verdi-Gründung geredet habe, die haben immer gesagt, Bernd, wir müssen immer die Kohlen aus dem Feuer holen. Und dann habe ich gesagt, wann habt ihr denn zum letzten Mal länger gestreikt? Ja, 1992. Und davor 1976. Das heißt, also ihr habt in 20 Jahren 2x4 Tage gestreikt und das heißt, ihr müsst immer die Kohlen aus dem Feuer holen. Das war das Bild dieser Zeit. Ich erinnere jetzt an den 9-wöchigen Streik in Baden-Württemberg 2005, 2006 gegen die Verlängerung der Arbeitszeit oder den 6-wöchigen Streik der Erzieherinnen 2009 für bessere Eingruppierung und Gesundheitsschutz. Erstmals in der Nachkriegsgeschichte streikten Reinigungskräfte, aufgerufen von der IGBAU. Über ein Jahr dauerte der bisher längste und härteste Tarifkonflikt im Einzelhandel um den Erhalt des Flächentarifvertrages in den Jahren 2008 und 2009, in dem erstmals Verkäuferinnen verschiedener Betriebe wochenlang streikten, bis dato, bis auf wenige Ausnahmen, unvorstellbar. Wochenlange Streiks bei der Charité in Berlin, bei Get Gourmet oder aktuell der Streik bei Neupack in Hamburg. Der erste Streik der IG Bergbau Chemie Keramik nach ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten findet in einer nicht tarifgebundenen Verpackungsfirma statt, nicht bei einem der großen Chemiekonzerne. Streikte noch die ruhmreiche IG Druck und Papier, 1976 war es, glaube ich,
für Besetzungsregelungen an den Maschinen. So gehen die Kolleginnen und Kollegen von der Charité aktuell mit der Forderung nach personellen Mindestbesetzungsregelungen voraussichtlich in einen Arbeitskampf. Wichtige Streiks bei der Nahrungsmittelindustrie werden regelmäßig von einer größeren Öffentlichkeit übersehen. Nicht zu vergessen der wochenlange Streik der Journalisten und Redakteure, die auf die Straße gegangen sind, weil neu eingestellten jüngeren Redakteurinnen deutlich weniger bezahlt werden sollte. Im Übrigen hier mit einer Streikbeteiligung bei den Stuttgarter Zeitungen und Nachrichten von 90-95%, was die sich, glaube ich, bis dato selber niemals vorstellen konnten. Oder auch jetzt der erste erfolgreiche Streik der Beschäftigten im Osten im Sparkassen-Callcenter S-Direkt in Halle, der 126 Tage gedauert hat. Derzeit fallen auf verschiedenen Flughäfen immer wieder Flüge aus, weil das Sicherheitspersonal streikt und mit einer 30-prozentigen Lohnforderung auf sich aufmerksam macht. Bis dato war das den Kapitänen bei der Lufthansa oder so vorbehalten. Hinter diesen Verschiebungen an der Streikfront stehen massive Veränderungen in der Zusammensetzung der Arbeiterklasse, ich bleibe mal in dieser Begriffswelt, und massive Umstrukturierungen in Produktion und Verteilung. Die zumindest zahlenmäßige Bedeutung der klassischen industriellen Bereiche hat zweifellos ab und die des Dienstleistungsgewerbes hat zweifellos zugenommen. So arbeiten in der Automobilindustrie 750.000 Menschen und bei Zulieferern 1 Million, jedoch im Gesundheitswesen zwischenzeitlich 6 Millionen Menschen. Die Änderung ist jedoch nicht nur quantitativ, sondern auch tarifpolitisch gab es dramatische Veränderungen auf dem Hintergrund nunmehr fast 30 Jahre anhaltender neoliberaler Politik. War es bis Mitte der 80er Jahre relativ üblich, dass die großen und auch kampfkräftigen Branchen der Metallindustrie oder in eingeschränktem Maße des öffentlichen Dienstes die tarifliche Leitwährung bestimmten und deren Tarifabschlüsse in vielen anderen Branchen, gerade des Dienstleistungsbereiches, mehr oder weniger vollständig übernommen wurden, hat sich dieses Bild gravierend verändert. Gelang es im industriellen Sektor der IG Metall oder auch in der Chemieindustrie, das Bezahlungsniveau zumindest für die Beschäftigten, die unter die Tarifverträge fallen, zu halten und die übrigen Bedingungen noch zu regulieren, kann davon im Dienstleistungsgewerbe keine Rede sein. Gerade dort waren die Angriffe auf die Löhne und Arbeitsbedingungen besonders hart und besonders erfolgreich, insbesondere in den schwach organisierten Bereichen oder auch in neuen Branchen, die häufig weder Betriebsräte noch gewerkschaftliche Organisierung kennen, wie im Leiharbeitsbereich, in Callcentern, privater Gesundheitssektor, Werbebranche, neuen Medien und so weiter. In diesen Branchen müssen häufig auch Akademiker nach dem Studium die Erfahrung machen, dass sie im Niedriglohnbereich oder extrem prekären Bedingungen arbeiten müssen. Die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse und niedrige Löhne kennzeichnen heute viele Branchen im Dienstleistungsgewerbe, ohne dass bisher eine klare Gegenstrategie der Gewerkschaften erkennbar wäre oder viele positive Ansätze an latentem Ressourcenmangel scheitern. Die Deregulierung hat, was empirisch leicht nachweisbar ist, durch die Agenda 2010 Politik der Schröder-Fischer-Regierung einen gewaltigen Schub bekommen. Gerhard Schröder ist im Übrigen heute noch stolz darauf, dass wir inzwischen, ich zitiere, den besten Niedriglohnsektor in Europa haben. Damit meint er aber nicht den bestbezahlten, sondern den größten. Dazu kommt noch die abnehmende Tarifbindung. Im Osten fallen deutlich unter 40% der Beschäftigten noch unter Tarifverträge. Im Westen sind es auch gerade nur noch 60%.
Ausgliederung, Werkverträge, Austritte aus den Arbeitgeberverbänden oder OT-Mitgliedschaften sorgen dafür, dass von den Gewerkschaften erkämpfte oder ausgehandelte Tarifergebnisse bei immer weniger Beschäftigten tatsächlich ankommen. Vor kurzem stellte das WSI fest, dass die Reallöhne in Deutschland unter das Niveau vom Jahr 2000 gesunken sind. Das ist zu einem nicht unerheblichen Teil der sinkenden Tarifbindung geschuldet, weil in den nicht tarifgebundenen Bereichen der Reallohnverlust überdurchschnittlich hoch ausgefallen ist. Ich sage das nicht, um hier eine depressive Stimmung zu verbreiten, ganz im Gegenteil, sondern um deutlich zu machen, wie wichtig es für die Gewerkschaftsbewegung ist, die Anstrengung für die Organisierung in den beschriebenen Bereichen deutlich zu erhöhen. Gerade die Erfahrungen mit Streiks zeigen exemplarisch, dass dies möglich ist und der Schritt zur Herausbildung kämpferischer Belegschaften nicht mehr so groß ist, hat man im Betrieb erstmal Fuß gefasst und wählt die richtigen Methoden. Wir haben diese Konferenz organisiert, weil wir der Überzeugung sind, dass sich die Erfahrungen und Methoden erfolgreicher Streiks bis zu einem gewissen Maße verallgemeinern lassen. Natürlich gibt es immer spezielle betriebliche und Branchenbedingungen, regionale und personelle Strukturen und andere Besonderheiten. Trotzdem behaupte ich, dass sich bestimmte Methoden und Erfahrungen der Streikführungen verallgemeinern lassen. Es wäre eine dringende Aufgabe der Gewerkschaften, die vielfältigen Streikerfahrungen auszuwerten, zu bündeln, zu verbreitern und haupt- und wie ehrenamtliche Funktionäre so zu schulen und zu qualifizieren, dass die Streikfähigkeit in vielen Bereichen hergestellt und in anderen erheblich verbessert werden kann. Die Gewerkschaften würden dadurch in Bereichen an Mächtigkeit gewinnen, in denen sie noch immer nur unzulänglich in der Lage sind, gute Tarifergebnisse zu erzielen und gar überhaupt Tariffähigkeit herzustellen. Ich will den Versuch machen, aus den vielfältigen Erfahrungen, insbesondere im Stuttgarter Verdi-Bezirk und den Beobachtungen in anderen Bezirken und Branchen, einige Grundsätze für Streiks und Streikbewegungen herauszuarbeiten. Erstens, Organisierung durch Streiks. Galt früher meistens der Grundsatz, dass Streiks erst möglich sind, wenn Belegschaften über einen guten Organisationsgrad und über gewerkschaftliche Vertrauensleutestrukturen verfügen, gilt das für viele Streiks der letzten Jahre nur eingeschränkt oder gar nicht. Gerade im Handel, aber auch in Teilen des öffentlichen Dienstes, wie auch in Banken und Versicherungen, wurden erfolgreiche Arbeitskämpfe häufig mit unterdurchschnittlichen Organisationsgraden, zum Teil unter 10%, geführt. Voraussetzungen waren in aller Regel betriebliche Ansprechpartner und ein mobilisierungsfähiger Apparat. Natürlich bilden in den meisten Betrieben die Gewerkschaftsmitglieder das Rückgrat. Jedoch zeigt sich häufig, dass viele Unorganisierte bereit sind, mitzumachen. Zahlt die Gewerkschaft bereits ab dem ersten Tag Streikgeld und gehen diese Warnstreik mindestens einen vollen Tag, organisieren sich zum Teil ganze Betriebe über solche Streiks. Gerade in Branchen mit vielen Klein- und Mittelbetrieben bzw. Betriebsstätten mit wenig Beschäftigten, wie im Handel, im Bewachungsgewerbe, aber auch im öffentlichen Dienst, in Druckereien und so weiter, sammeln die Beschäftigten auch von Standorten mit geringer Streikbeteiligung dann die Erfahrung von Streikstimmung und Stärke, wenn möglichst viele Betriebe gleichzeitig zum Streik aufgerufen werden und sich die Streikenden auf zentralen Streikversammlungen treffen und dort tatsächlich Streik- und Kampfstimmung aufkommt. Mit dieser Methode konnten die Streikbetriebe zum Beispiel im Stuttgarter Handel in wenigen Jahren von 10 auf
40 bis 50 gesteigert werden. Die sogenannte Streikerfahrung wirkt zurück in die Betriebe und stärkt die Akteure dort. Fast in allen Branchen konnte auf diesem Weg die Zahl der Streikbetriebe verdoppelt und verdreifacht werden. Ebenso der Organisationsgrad in den Betrieben. Das gilt für die Verkäuferinnen genauso wie für die Erzieherinnen, Pflegekräfte im Krankenhaus oder Sachbearbeiterinnen bei der Postbank. Also sind wir mutig und fordern auch die Nichtorganisierten zum Streik auf und wagen es auch in Betrieben, die nicht gut organisiert sind. Zweitens, Vorbereitung von Streiks durch Kampagnen und Organizing. Kampagnen werden im Allgemeinen als zusätzliche Aktionsform der Gewerkschaften betrachtet. Sie stellen Aktionsfähigkeit her, wo noch keine Streikfähigkeit vorherrscht, oder ergänzen Streiks insbesondere in den öffentlichen Raum hinein. Sie können jedoch auch eingesetzt werden, um Streiks vorzubereiten und deren Basis zu vergrößern. So hat der Verdi-Bezirk Stuttgart mehrere große Streiks mit den Methoden der Kampagnearbeit und Organizing vorbereitet. So unter anderem den langen Streik im Einzelhandel und dem Erhalt des Mandeltarifvertrages oder auch den neunwöchigen Streik um die Arbeitszeit unter dem Motto 38,5 bleibt, sonst streikt's. Den sechswöchigen Streik der Erzieherinnen um bessere Eingruppierung oder Lohn- und Gehaltsrunden, zum Beispiel die letzte im kommunalen Bereich unter dem Motto, das finde ich echt gut, die nächsten Milliarden für uns. Da auf dem Höhepunkt. Die Methoden der Kampagnen sind meist ähnlich. Ein Kreis von Ehren- und hauptamtlichen Kolleginnen erarbeitet frühzeitig einen Kampagneplan, entwickelt ein Motto und einen Aktionsplan. In der Regel werden drei Phasen geplant. Erstens Aufklärungsphase, zweitens Aktionen unterhalb von Warnstreiks und Streiks, drittens konkrete Mobilisierung für Warnstreik und Streiks. Der Diskussionsprozess in den Betrieben und im Bezirk über die Forderung ist Bestandteil der Kampagne. Ziel ist immer, die Beschäftigten aufzuklären, sie frühzeitig auf die Notwendigkeit von Warnstreiks und Streiks einzustimmen oder mit konkreten Aktionen den Boden dafür bereiten und im Vorbereitungsprozess von Tarifrunden neue Mitglieder zu gewinnen. Das setzt natürlich voraus, dass es einen bewussten und entschlossenen Kreis von Ehren- und hauptamtlichen Funktionären gibt, die auch in ihren Betrieben verankert sind. Und insofern plädiere ich dafür, Kampagne und Organizing-Arbeit mit Streikvorbereitung zu verbinden. Drittens, Entschlossenheit und Stärke zeigen. Natürlich haben wir sehr unterschiedliche Bedingungen für die Organisierung von Arbeitsniederlegungen. Mit Ausnahmen weniger hochorganisierter Bereiche ist das Bild meiner Streikerfahrung nicht davon geprägt, dass stark organisierte und kampfbereite Belegschaften in einem ausgeklüngelten Plan in den Streik geführt werden. Bestenfalls wechseln sich, wie im öffentlichen Dienst, aber auch dort nur bei den Kommunen, sonst nirgends, gut organisierte mit häufig sehr schlecht organisierten und nur eingeschränkt kampffähigen Betrieben ab. In vielen Bereichen entsteht erst in der Tarifbewegung selbst so etwas wie größere Kampfkraft, wie zum Beispiel im Einzelhandel, im Bewachungsgewerbe, in der Logistik oder auch im Finanzdienstleistungsbereich. In vielen Branchen haben wir daher die Strategie entwickelt, am Anfang der Streikphase Stärke zu zeigen, indem wir am ersten Streiktag weitgehend alle mobilisierbaren Kolleginnen und Kollegen zum ganztägigen Streik aufrufen, alle auf die zentrale Streikversammlung kommen und in aller Regel eine gemeinsame Demonstration durch die Innenstadt organisiert wird, die in einer öffentlichen Kundgebung endet. Danach können sich die Streiks je nach Streiktaktik und Möglichkeit auch wieder diversifizieren. In aller Regel werden jedoch bei längeren Streiks alle wenigstens einmal in der Woche oder öfters
zu einem gemeinsamen Streiktag mit öffentlicher Demo und Kundgebung aufgerufen. So wird allen Streikteilnehmerinnen klar, auch denen in schwächer kampffähigen Betrieben, dass wir Stärke und Power besitzen. Das sorgt für die nötige Dynamik der Streiks. Viertens, große Streikleitungen verbessern die Mobilisierung. In der Regel wurden in Stuttgart immer relativ große Streikleitungen gebildet. Von allen Streikbetrieben oder auch von denen, die es werden sollten, wurde zumindest ein Vertreter, eine Vertreterin in die bezirkliche Streikleitung gewählt. Von vornherein haben also die Ehrenamtlichen hohes Gewicht bei der Vorbereitung und Durchführung der Streiks. Sie verschaffen sich den Überblick über die Kampffähigkeit, diskutieren, was noch getan werden muss, um diese herzustellen. Sie diskutieren die weiteren Schritte und fällen wichtige Entscheidungen. Dadurch entsteht hohes Verantwortungsbewusstsein für das Gelingen der Streikbewegung und gleichzeitig für eine realistische Einschätzung der Kampfkraft. Fünftens, Demokratisierung der Streiks und die Bedeutung von Streikversammlungen. Nach meinem Verständnis können Streiks Emanzipationsbewegungen sein. Wenn die Streikenden tatsächlich Akteure der Auseinandersetzung sind und nicht Objekte. Der so ziemlich blödeste Spruch. Der so ziemlich blödeste Spruch in Tarifauseinandersetzungen ist: Denk daran, wenn du die Leute auf die Bäume treibst, musst du sie auch wieder herunterholen. Unser Verständnis von Streikbewegungen ist nicht das einer Herde von Menschen, die irgendwo hingetrieben werden können und denen nachher dann ein Ergebnis vermittelt werden muss, für das sie tatsächlich nicht auf die Bäume geklettert sind. Oder noch schlimmer, damit dieser Widerspruch erst gar nicht aufkommt, verzichten wir doch besser gleich auf eine umfassende Mobilisierung. Die Kolleginnen und Kollegen sind also die Akteure des Streiks, und sie sollen mit uns zusammen die Ziele, Strategie, Intensität und die verschiedenen Aktionsformen bestimmen. Das setzt von vornherein voraus, dass wir aktive Streiks und keine Wohnzimmer- oder Tapezierstreiks organisieren. Im Kern bedeutet das jeden Tag Streikversammlungen. Mal kürzer, mal länger, und Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Manchmal brauchen wir bei längeren Auseinandersetzungen auch mal eine Pause, die Kolleginnen auch, in der sie sich ausruhen und Kraft schöpfen können. Streiken ist nämlich anstrengend. Auf diesen regelmäßigen Streikversammlungen berichten in der Regel die Vertreter und Vertreterinnen der Streikbetriebe, mit wie vielen Streikenden sie da sind, wie die Stimmung ist, wie sich die Geschäftsleitungen verhalten haben, welche Probleme aufgetreten sind. Gemeinsam wird diskutiert, wie es weitergehen soll, welche Strategie angewendet wird, wie der aktuelle Verhandlungsstand und das Vorgehen der Gegenseite bewertet wird. Vorschläge werden gemacht, welche Aktionen gestartet und welche Initiativen eingeleitet werden können. Die Hauptamtlichen sind selbst Akteure des Streiks und werden nicht auf eine Moderatorenrolle begrenzt. Sie motivieren, machen Stimmung, nehmen Stellung, moderieren jedoch auch die Streikversammlungen. Fallen Entscheidungen, wird gemeinsam darüber abgestimmt. Wichtige Entscheidungen sind so auf Streikversammlungen gefällt worden. Wie viele Tage streiken wir im Einzelhandel zusammen weiter? Welcher Betrieb geht wieder rein? Welcher zuerst wieder raus? Wie gehen wir mit Streikbrechern um, mit der Polizei? Die wichtigen Entscheidungen im Streik des öffentlichen Dienstes, das auf den Einsatz privater Müllentsorger mit der Blockade der Müllverbrennungsanlage reagiert wird, wurde genauso auf einer Streikversammlung getroffen wie die Entwicklung neuer Streikstrategien. So ging der Entwicklung einer flexiblen Streikstrategie bei der Stuttgarter Müllabfuhr eine einwöchige Diskussion auf der Streikversammlung voraus. Ergebnis war, dass mit hoher Disziplin so gestreikt wurde,
dass die Geschäftsleitung nie wusste, wann die Kollegen streiken oder arbeiten, also auch nicht mehr kalkulieren konnten, wenn Private eingesetzt werden und wann nicht. Ich hatte übrigens mit dem damaligen Fachbereichsleiter eine Wette laufen, der hat gesagt, in der Müllabfuhr kannst du niemals flexibel streiken, weil die Kollegen immer so gestreikt haben, wir gehen raus, der Müll stapelt sich, hinterher gehen wir wieder rein und schimpfen aufs Ergebnis. Es war aber notwendig, nach 7 Wochen Streik und dem Einsatz von Privaten eine neue Streikstrategie zu entwickeln. Und tatsächlich haben sich von den mehreren 100 Streikenden 100 Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt und haben eine neue Streikstrategie gemeinsam entwickelt. Die war hoch differenziert. Und die war so, dass die nachts um 12 angerufen wurden, wenn am anderen Tag gestreikt wurden. Und es wurde die Botschaft ausgegeben, wenn ein Verdi-Sekretär mit der Streikweste auftaucht, dann geht ihr raus. Und es hat 100% geklappt, weil sie sich selber entwickelt haben. Und sowas ist, glaube ich, nur in dem Milieu einer Streikversammlung möglich. Die Demokratisierung der Streiks, deren wichtiges Forum die Streikversammlungen sind, bricht den Streik auf die Kolleginnen und Kollegen herunter. Sie sind die Akteure und mit uns zusammen verantwortlich. Das setzt nicht nur Fantasie frei, sondern gibt den Streiks eine ungeheure Stärke, die kaum gebrochen werden kann. Sie verlangt auch von den Streikleitungen in den Betrieben eine offene Diskussionskultur mit ihren Kolleginnen und Kollegen und verläuft natürlich nicht immer konfliktfrei. Wir haben hier in diesem Saal lange Debatten mit Betriebsräten im Einzelhandel gehabt, wo die Betriebsräte eigentlich nicht streiken wollten weiter und die Kollegen, die da waren, dann gesagt haben, wir streiken aber weiter. Das waren natürlich auch für uns als Gewerkschaftssekretäre ungeheure Konfliktfelder, die da aufgetreten sind. Aber letzten Endes, im Lauf der Entwicklung, haben dann auch die Betriebsräte, die ein bisschen vorsichtiger waren, das als Bereicherung ihrer eigenen Funktion angesehen und als Stärke. Aber natürlich kommen solche Widersprüche auf. Sechstens, neue Streikformen und Herausbildung einer eigenen Streikkultur. Im Dienstleistungsbereich ist die ökonomische Macht von Streiks deutlich schwerer zu erzielen als in kapitalintensiven Betrieben. So gibt es im öffentlichen Dienst wenige Bereiche, die der Gegenseite ökonomischen Schaden zufügen. Deshalb sind Arbeitskämpfe im öffentlichen Dienst mehr oder weniger immer auch politische Auseinandersetzungen, bei denen entscheidend ist, ob es gelingt, die Bevölkerung auf die eigene Seite zu ziehen oder sie zumindest nicht an die Seite des Gegners zu treiben. Auch in Kaufhäusern und anderen Einzelhandelsbetrieben sind Streiks nicht gerade eine einfache Angelegenheit. Sehr heterogene Belegschaftsstrukturen, eine Menge Minijobs und Aushilfen, viele befristete Arbeitsverträge, große Abhängigkeit der Führungskräfte von der Geschäftsleitung, dezentrale Filialstrukturen machen es nicht gerade leicht, ökonomischen Druck auszuüben. Ähnlich ist es im Bewachungsgewerbe, bei Banken und Versicherungen und selbst bei der Telekom, ein hochorganisierter Betrieb, musste sehr lange gestreikt werden, um ökonomische Wirkung zu erzielen. All das führt dazu, dass Tarifauseinandersetzungen im Dienstleistungsgewerbe häufig lange gehen, viele verschiedene Phasen durchlaufen und haupt- wie Ehrenamtliche hohe Anforderungen abverlangen und meistens auch bei selten befriedigenden Ergebnissen. Im Unterschied zu industriellen Streiks finden sie jedoch auch in hohem Maße im öffentlichen Raum statt, sind doch Patienten, Eltern, Bürgerinnen oder auch Kunden mit betroffen. Daraus kann auch eine Stärke werden, wenn es gelingt, neue Streikformen zu entwickeln und das Umfeld mit einzubeziehen. So ist es zum Beispiel beim Einzelhandelsstreik 2007, 2008 nicht nur gelungen, die Streikintensität zu erhöhen, sondern auch eine neue Streikkultur herauszubilden. Bis dato war es im Einzelhandel eher üblich, von rühmlichen Ausnahmen natürlich abgesehen, 1 oder 2 Tage zu streiken und das vielleicht im Laufe einer Tarifrunde zu wiederholen.
In dieser Tarifrunde gab es Betriebe, die 20 bis 25 Wochen streikten und das in einem Zeitraum von 15 Monaten. Besonders hervorgetan hatten sich übrigens junge Beschäftigte von H&M und Zara, darunter sehr viele Migranten und Migrantinnen, die zum entscheidenden Motor dieser Streikbewegung wurden. Aber auch andere. Aber auch andere Schlecker, Kaufhof Karstadt, Kaufland und Filialbetriebe streikten in bis dato nicht gekanntem Ausmaß. Es ging auch um viel, schließlich stand der gesamte Flächentarifvertrag auf dem Spiel. War es bis dato üblich, nach dem Streikbeginn schnell ins Gewerkschaftshaus zu flüchten, um dem Gezerre der Führungskräfte zu entgehen, die natürlich vor der Tür stehen und gucken, dass alle reingelotst werden, so blieben in dieser Tarifrunde die Beschäftigten vor den Kundeneingängen ihrer Betriebe, um die Kunden mit dem Streik zu konfrontieren. Lautstark zogen die gesamten Streikenden von Kundeneingang zu Kundeneingang, sangen Streiklieder, die wie aus dem Nichts entstanden. Ich habe noch nie so viele neue Streiklieder gehört wie in dieser Tarifrunde, es war phänomenal. Bildeten Ketten, verteilten Kundeninfos und hielten Reden, meistens das Megafon in die Verkaufsräume reingerichtet, mit enormer Lautstärke. Trotz generellem Demonstrationsverbot auf der Haupteinkaufsstraße gehörte die Königstraße hier nebenan monatelang den Streikenden. Menschenketten, Performance und vieles andere mehr sorgten dafür, dass die Gegenseite keine Ruhe bekam. In manchen Betrieben konnten neue Streikformen ausprobiert werden, wie Spontanstreiks aus dem Verkauf heraus. Jeder, der Einzelhandel betreut, weiß, wie schwierig das ist. Die Kollegen und Kolleginnen gingen zuerst arbeiten, sodass die Geschäftsleitung von einem streikfreien Tag ausging. Die Streikbrecher wurden heimgeschickt, also die holen ja extra welche her von anderen Filialen. Dann tauchte ein Vertreter der Gewerkschaft auf, mit dem Megafon, rief zum Streik auf und die Beschäftigten verließen die Kassen und Verkaufsräume und versammelten sich auf der Straße. Es gehört viel Mut dazu. Es gehört übrigens viel Mut dazu, vor der Schlange in einer Kasse diese abzuschließen und den verdutzten Kunden zu sagen, tut mir leid, ich kann jetzt nicht abkassieren, meine Gewerkschaft hat mich gerade zum Streik aufgerufen. Aber es klappte. Auch Flashmobs gehören dazu. Und es hatte einigen Vertrauensleuten vom Daimler, die vielleicht auch hier sind, riesigen Spaß gemacht, ihre anarchistischen Triebe in der Schuhabteilung des Kaufhofes auszuleben. Ich will euch nicht mit zu vielen Beispielen langweilen, aber ein wirklich gutes für neue Streikformen, das auch, glaube ich, noch in einem Workshop ausführlicher behandelt wird, ist der Streik der Stuttgarter Straßenbahner und Straßenbahnerinnen im vorletzten Jahr. Die Kolleginnen der öffentlichen Verkehrsbetriebe hier in Baden-Württemberg hatten, auch aus Unzufriedenheit mit den Tarifabschlüssen in der Fläche, entschieden, eine Sondertarifrunde zu starten und höhere Sonderzahlungen, mehr freie Tage und höhere Zuschläge durchzusetzen, was im Übrigen auch gelungen ist. Schnell war klar, dass es zum Streik kommen wird. Nun sind Streiks bei der Straßenbahn einerseits sehr wirkungsvoll, weil kein Bus und keine Bahn aus den Betriebshöfen rausfährt, aber sie üben keinen ökonomischen Druck auf den Eigentümer aus, höchstens auf die Eigentümer anderer Betriebe. Öffentliche Verkehrsbetriebe sind in der Regel Zuschussbetriebe und der kaufmännische Direktor freut sich, dass bei einem Massenstreik ihm die Gewerkschaft die Gehälter bezahlt. Und dauert der Konflikt länger, gibt es größeren Ärger mit den Fahrgästen, die nicht zur Arbeit oder zur Schule kommen. Deshalb entwickelten die Kolleginnen und Kollegen dort eine etwas andere Strategie. Von 15 Streiktagen entfielen nur 4,5
auf die Fahrer der Busse und Bahnen. Zum Teil im Übrigen zu ihrem großen Leidwesen. Die wollten eigentlich mehr. Dafür streikten die Frauen in den Servicebüros, Springerkräfte und die Werkstätten umso länger. Dadurch konnten keine Fahrkarten ausgegeben werden, also entfielen Einnahmen in 6- bis 7-stelliger Höhe. Gleichzeitig wurden die Prüferinnen, also die Kolleginnen in den Prüfdiensten, in den Streik gerufen, sodass die Fahrgäste ungestraft schwarz fahren konnten. Streiken die Werkstätten längere Zeit, so können aus technischen Gründen immer weniger Busse und Bahnen die Depots verlassen. Mit relativ wenig Streikenden wird so großer Druck erzeugt und gleichzeitig die Bevölkerung geschont. Die Geschäftsleitung wurde ob dieser Taktik so nervös, dass sie erstmals in der Geschichte des öffentlichen Dienstes in Stuttgart die Belegschaft für einen Tag ausgesperrt hatte. Der politische Druck auf die Geschäftsleitung wurde jedoch so groß, dass die Aussperrung sofort wieder beendet wurde und diese Maßnahme ein wesentlicher Sargnagel für die Beerdigung der Geschäftsführung wurde. Auch die Straßenbahnerinnen entdeckten in diesem Kampf den Nutzen von Streikversammlungen, etwas, das sie bis zu diesem Zeitpunkt eher nicht kannten. Die Beispiele zeigen, die Entwicklung neuer Streikformen erfordert die Schaffung von Räumen in übertragenem Sinne, in denen Ideen entstehen können. Es erfordert die Bereitschaft, Grenzen zu verschieben, Mut, etwas Neues auszuprobieren, Vertrauen in die Fantasie der Streikenden und den Willen, den Gegner zu treffen und zu analysieren, an welchen Stellen er verwundbar ist. Siebtens, Öffentlichkeit herstellen und öffentliche Räume besetzen. Wie schon erwähnt, sind Streiks im öffentlichen Dienst immer eine öffentliche Angelegenheit und damit per se eine politische Auseinandersetzung. Es geht um die Verwendung von Steuergeldern, den Stellenwert der öffentlichen Daseinsvorsorge und die Bedeutung öffentlicher Dienstleistungen und der Beschäftigten im öffentlichen Sektor. Deshalb müssen diese Arbeitskämpfe, sollen sie erfolgreich sein, immer im öffentlichen Raum geführt werden. Streikziele und die Notwendigkeit des Streiks müssen der Bevölkerung vermittelt werden. Es schwächt den Streik, wenn Eltern über Gebühr die streikenden Erzieherinnen unter Druck setzen, sich Bürgerinnen massenhaft über wachsende Müllberge beschweren oder Pflegekräfte im Krankenhaus beschuldigt werden, Leib und Leben der Patienten und Patientinnen aufs Spiel zu setzen. Die Information der Bevölkerung durch Flugblätter, Veranstaltungen und Diskussionen, Elternabende und andere Dinge ist unerlässlich. Bei einem aktiven Streik sind die Streikenden übrigens auch bereit, diese Aufgaben zu übernehmen und ihren Standpunkt offensiv in der Öffentlichkeit zu vertreten. Dazu gehört auch, dass immer genügend Streikende bereit sind, den Medien zur Verfügung zu stehen, sich dort abbilden zu lassen und brauchbare Statements abzugeben. Auch keine Selbstverständlichkeit übrigens. In den anderen Bereichen kann es sogar zu einem zusätzlichen Druckmittel werden, wenn sich Kunden, Leser, Leserinnen von Zeitungen, Bürgerinnen mit den Streikenden solidarisieren. Die öffentliche Skandalisierung von Arbeitsbedingungen und Bezahlung kann hierbei sehr hilfreich sein. Postkarten an die Geschäftsleitung, die unterschrieben werden können, ebenfalls. Genauso wichtig ist aber, dass der Streik offensiv und selbstbewusst in den öffentlichen Raum getragen wird und öffentliche Plätze und Straßen erobert werden. Kuno hat es ja schon gesagt. Dazu gehören regelmäßige Demonstrationen, Kundgebungen, Aktionen vor den Betrieben, Kundgebungen vor den Verhandlungslokalen, Besuche bei den Arbeitgeberverbänden und so weiter. Bei dem Erzieherinnenstreik war es enorm wichtig, dass nicht nur in Stuttgart Demos waren, sondern in die umliegende Kreisstädte gefahren wurde und dort Demos und Kundgebungen organisiert wurden. Zum Teil waren es die zahlenmäßig größten Kundgebungen in diesen Städten seit Jahrzehnten. Das gibt nicht nur geile Bilder, sondern Selbstbewusstsein und die dauerhafte Möglichkeit, andere Personen und Gruppen sich mit den Streikenden zu solidarisieren.
Eine wohl prägende Erfahrung für uns alle war die gemeinsame Demonstration von 2000 streikenden Erzieherinnen und ca. 10.000 streikenden Schülerinnen durch die Stuttgarter Innenstadt. Nicht wenige Mütter waren erstmals gemeinsam mit ihren Kindern auf der Straße, nicht um einkaufen zu gehen, sondern um zu streiken und zu demonstrieren. Achtens und letztens, das Ergebnis muss den Streikenden schmecken und nicht der Verhandlungsführung. Es ist leider eine leidige und sich ständig wiederholende Erfahrung, dass Arbeitskämpfe selten zu Schultersiegen führen und die Streikenden mit dem Ergebnis zufrieden sind. Dafür gibt es unterschiedliche Ursachen. Zum einen kann es sein, dass die Gewerkschaft tatsächlich ihre Kampfkraft nicht ausgeschöpft hat und ein Ergebnis unter den tatsächlichen Möglichkeiten erzielt hat. Dann ist Kritik berechtigt. Zum anderen ist es aber auch häufig der Fall, dass bei Flächentarifauseinandersetzungen die Kampfkraft regional sehr unterschiedlich entwickelt ist. Die einen würden weiter streiken, den anderen geht die Luft aus und wieder andere haben erst gar nicht richtig angefangen. Besonders ärgerlich ist es jedoch, wenn diese Zusammenhänge nicht transparent sind und sich die verschiedenen Akteure kein wirkliches Bild machen können, um den Behauptungen ihrer Führung glauben zu können oder nicht. Gerade bei Verdi ist es ein großes Problem, dass die Fähigkeit zum Streiken regional sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Das führt häufig zu Streiks in den Streikhochburgen, die durchaus bereit wären, für ein besseres Ergebnis weiter zu streiken, während andere froh sind, dass es endlich vorbei ist. Wir haben daraus folgende Schlussfolgerungen gezogen. Mal ausgenommen, dass es wichtig ist, solche Konferenzen zu machen, um eben die Fähigkeit zum Streiken allgemein verbreitern zu können. Wir lassen unsere Streikbereitschaft davon nicht beeinflussen. Unsere Botschaft ist immer, wer besser streiken kann, muss vorangehen und ein positives Beispiel schaffen. Also wir haben hier nie zugelassen, dass Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, schon wieder wir, sondern wir haben immer gesagt, wenn ihr könnt, müsst ihr. Ja, um voranzugehen und die Widersprüche müsst ihr eben aushalten. Über die Verhandlungsstände und Tarifergebnisse wird offen auf den Streikversammlungen diskutiert und ein Meinungsbild hergestellt. Gibt es Kritik, wird diese formuliert und in die innergewerkschaftliche Diskussion eingebracht. Die Kolleginnen und Kollegen sollen sich ihre Gewerkschaft aneignen und kein Dienstleistungsverhältnis zu ihrer Organisation entwickeln. Teilweise konnten wir sogar durchsetzen, dass nach dem Verhandlungsergebnis noch ein Tag länger gestreikt wurde, um auf der Streikversammlung über das Ergebnis zu diskutieren. Drittens, der Entscheidungsprozess über das Tarifergebnis muss ebenfalls demokratisiert werden. Hier hat übrigens Verdi im öffentlichen Dienst ganz gute Ansätze entwickelt. So wurden bei den verschiedenen Streiks, insbesondere im Erzieherinnenstreik, bundesweit Streikdelegierten-Treffen organisiert. Delegierte aus den Streikbetrieben diskutierten gemeinsam über den Verhandlungsstand und über die weitere Vorgehensweise. Es wurde vereinbart, dass die Große Tarifkommission nur dann einem Verhandlungsergebnis zustimmt, wenn es vorher dafür eine Mehrheit auf der Streikdelegiertenversammlung gegeben hat. Das hat im Übrigen dazu geführt, dass dort noch länger weiter gestreikt wurde, hat aber im Übrigen auch nicht verhindert, dass es Streikdelegierte gab, die bei 80-90%iger Ablehnung des Ergebnisses trotzdem dort zugestimmt hatten. Das sind Mechanismen, die man, glaube ich, noch näher untersuchen muss. Auf diesem Weg muss weitergemacht werden. Eine Arbeitsteilung, dass die einen streiken und die anderen über das Ergebnis entscheiden, ist auf die Dauer wenig erfolgsversprechend. Diejenigen, die streiken, sollen auch über das Ergebnis entscheiden.
Widersprüche und unterschiedliche Sichtweisen müssen offen ausgetragen und demokratisch entschieden werden. So entstehen lebendige Gewerkschaften, die den Mitgliedern nicht fremd sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gewerkschaftsbewegung ist aus ihrer Defensive noch lange nicht herausgekommen. Die Umverteilung von den Löhnen zu den Gewinnen ist einzigartig in der Nachkriegsgeschichte. Dass wie bereits die Reallöhne unter das Niveau des Jahres 2000 gesunken sind, heißt, dass sich in der Summe das Kapital den gesamten Zuwachs des gesellschaftlichen Reichtums der letzten 13 Jahre aneignen konnte. Deshalb müssen die Gewerkschaften die Verteilungsfrage offensiv angehen und dürfen sich nicht damit abfinden, dass diese Entwicklung so weitergeht. Dazu gehört, dass in den Hochburgen der Gewerkschaften, in den industriellen Bereichen, im öffentlichen Dienst und anderswo die tatsächliche Kampfkraft eingesetzt wird, um höhere Löhne durchzusetzen. Eine wesentliche Voraussetzung für die Rückumverteilung gesellschaftlichen Reichtums. Damit würden wir im Übrigen auch unseren mit dem Rücken an der Wand kämpfenden Kollegen und Kolleginnen in Griechenland, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und so weiter einen großen Gefallen tun. Gleichzeitig wissen wir, dass in fast keinem Industrieland die Deregulierung auf dem Arbeitsmarkt so groß ist wie in Deutschland. Die Spaltung zwischen Niedriglöhnen und höheren Einkommen, die zwischen Leiharbeitern, Menschen in Werkverträgen und Tarifbeschäftigten, die zwischen Beschäftigten, die unter keine Tarifverträge mehr fallen, und Beschäftigte, deren Löhne und Arbeitsbedingungen noch reguliert sind. Kaum irgendwo gibt es eine so große Kluft bei der Bezahlung von industrieller Arbeit und personennaher Dienstleistungsarbeit als hier in Deutschland. Die große Aufgabe der Gewerkschaftsbewegung wird es sein, die Menschen in den deregulierten Berufen und Branchen zu organisieren, in den personennahen Dienstleistungsbereichen die Angestellten und viele andere mehr und mit ihnen zusammen für die Regulierung ihrer Arbeitsbedingungen und für höhere Löhne zu kämpfen. Dazu gehört es, Ressourcen zu mobilisieren, aber auch Erfahrungen zu sammeln und diese zu verallgemeinern. Diese Konferenz, ich hoffe auch die von mir zusammengefassten Prinzipien, bieten eine Fülle von Beispielen, die zeigen, dass es möglich ist, Streikerfahrungen in bisher eher unerfahrenen Bereichen zu organisieren, neue Kämpfe zu führen und dabei eine Vielzahl neuer Methoden und Streikformen zu entwickeln, die geeignet sind, die Kräfteverhältnisse zu unseren Gunsten zu verschieben. Wir sollten von unseren Gewerkschaften verlangen, dass Ehren- und Hauptamtliche ausgebildet werden, diese Methoden zu erlernen und einen großen Werkzeugkasten für die Führung von Streiks und Tarifbewegungen an der Hand zu haben. Diese Konferenz kann einen Beitrag leisten, dass der Boden des Werkzeugkastens schon mal gefüllt wird. In diesem Jahr werden Tarifverhandlungen für 12,5 Millionen Beschäftigte geführt. Einige dieser Auseinandersetzungen werden kaum ohne Arbeitskämpfe erfolgreich sein. Den größten Angriff, Kuno hat darauf hingewiesen, müssen die 2,5 Millionen Beschäftigte im Einzelhandel abwehren, denen von den Arbeitgeberverbänden alle Tarifverträge gekündigt wurden. Eindeutiges Ziel ist es, das Eingruppierungsniveau drastisch zu senken und nach unten aufzufächern und das in einer Branche, in der ohnehin nicht üppig bezahlt wird. Ein Konflikt, dem wir besondere Aufmerksamkeit widmen sollten. Die Kolleginnen und Kollegen dort brauchen dringend unsere Solidarität in einem Kampf, in dem es wieder einmal um alles geht. Einige der hier dargestellten Streikerfahrungen können dabei sicherlich hilfreich und nützlich sein. Gleichzeitig muss es uns aber auch klar sein, dass wir die Regulierung der Arbeitsverhältnisse nicht allein mit tariflichen Mitteln durchsetzen werden. Ohne Zweifel war die Bildung eines großen Niedriglohnsektors politisch gewollt, wie auch die Deregulierung der Arbeitsbeziehungen und die nachhaltige Schwächung der Gewerkschaften, die ohne Zweifel damit verbunden ist,
mit der ganzen Deregulierung. Auch die strukturelle Unterfinanzierung des öffentlichen Sektors war und ist politisch gewollt. Der finanzgetriebene Kapitalismus funktioniert nach dem Motto Anhäufung privaten Reichtums in wenigen Händen bei gleichzeitiger Ausbreitung öffentlicher Armut. Die 900.000 Beschäftigten bei den Ländern spüren das gerade besonders. Mit dem Hinweis auf die klammen Kassen und die Einhaltung der Schuldenbremse wird ihnen bisher ein Angebot völlig verweigert. Wir brauchen ohne Zweifel andere politische Rahmenbedingungen und letztlich auch politische Kämpfe um die Regulierung auf dem Arbeitsmarkt sowie die ordentliche Finanzierung des öffentlichen Sektors durchsetzen zu können. Dazu müssen die Gewerkschaften ihr politisches Mandat wahrnehmen. Betriebliche und tarifliche Auseinandersetzungen mit politischen Forderungen verbunden werden. Wir brauchen zum Beispiel dringend den Abbau der Hürden für die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, damit es wieder normal wird, dass Beschäftigte unter Tarifverträge fallen. Wir müssen um den Fall der Lohnbremsen kämpfen. Das ist die Disziplinierungspeitsche Hartz IV, die krebsartige Ausdehnung von Befristungen, Leiharbeit, Werkverträgen, Mini- und Midi-Job, das Fehlen eines gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohns, die strukturelle Unterfinanzierung des öffentlichen Dienstes und vieles andere mehr. Wenn wir an diesen politischen Zuständen nichts ändern, gleicht die betriebliche und tarifliche Arbeit dem bekannten Sisyphus, der immer wieder den Stein von Neuem den Berg raufrollen muss. Deshalb gehören die tariflichen und politischen Kämpfe zusammen, auch wenn das nicht der Hauptgegenstand dieser Konferenz ist. Und gestattet mir zum Schluss noch einen einzigen parteipolitischen Satz. Die Existenz einer starken und handlungsfähigen Linken kann bei der Durchsetzung von politischen Forderungen durchaus hilfreich und nützlich sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.